Moin Leute, ehrt mich wirklich sehr, dass ihr eingeschaltet habt heute zum neuen Dokkan-Battle-Video und es ist soweit, das 9-jährige Anniversary hat begonnen offiziell. Wir haben 2 Uhr nachts am 7.7. und ihr wisst, was das heißt. Anniversary Time, richtig. Die Banner sind noch nicht live, die Banner kommen auch noch nicht heute, die Banner kommen erst am Dienstag. Dienstag in der Früh, die Uhrzeit wissen wir noch nicht, dazu kommen wir aber gleich. Ansonsten freue ich mich jetzt erstmal zu sehen, was ist unser First Login, was kriegen wir natürlich für Events, obvious, das wissen wir. Was mich aber interessiert, sind zum einen die Banner-Informationen, wie sieht es aus mit Tickets, Pillar of Trove Packs, wir schauen uns auch die Sales an und so weiter und so fort, Stück für Stück. Lasst uns erst einmal im groben Überblick hier durch diese Celebration-Informationen durchgehen und dann schauen wir uns vereinzelt auch nochmal im Nachhinein diese ganzen Tabs an. Obwohl, ich weiß es noch nicht, mal gucken, weil sonst muss ich immer hin und her switchen. Lasst uns einfach mal ganz entspannt anfangen und zwar mit dem Datum des Anniversaries. Das Ganze geht vom 7.7., also von heute genau um dieser Uhrzeit, bis hin quasi zum 13. August. Dort sollte dann der nächste Dokkan-Festival erscheinen, Toppo genauer gesagt. Dann haben wir Missionen, Part 1 Missionen, die werden sich natürlich immer weiter updaten. Es gibt Part 2 und Part 3 Missionen noch. Wenn ihr alle Missionen dann schlussendlich abgeschlossen habt, dann habt ihr auch alle Tickets, die ihr für den 77er Summon braucht. Und da könnt ihr dann einen 77er Sum machen im entweder Beast Banner, im Gogeta Banner, Broly Banner oder Gamma Banner. Ganz wichtig, also da macht alle Missionen. Aber denkt dran, diese Tickets für den 77er Sum kriegt ihr erst zu Part 3 schlussendlich vollständig. Ganz wichtig. Gut, dann haben wir die Banner. Und zwar Dokkan Festival, Broly als auch Legendary im Carnival Gogeta. Und die beiden Banner sind live am Dienstag. Ganz wichtig dabei, wir wissen noch nicht, ob es Tickets geben wird für die Sums. Ich gehe mal von Nein aus. Deswegen haben wir auch dieses neue Discount-System bekommen, damit man vielleicht so jetzt, wo Global und JP Timeline synced ist, dass man jetzt die Tickets so ein bisschen verschwinden lassen kann. Das ist sowieso gefühlt der einzige Banner gewesen, wo wir noch so aktiv und sicher Tickets bekommen haben. Ich glaube, das fällt jetzt auch weg. Dafür haben wir aber ein neues System. Dieses neue System ist sehr, sehr gut und ist genauso gut wie das System davor mit Tickets angenommen. Das Einzige, was wir quasi im Austausch haben, ist ein Multi weniger mit Tickets gerechnet. Aber dafür haben wir einen garantierten Featured SSR im letzten Multi. Also für mich persönlich das neue Sum-System sehr, sehr stark. Gibt uns eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir auch den neuen Charakter ziehen. Okay, sehr gut. Ansonsten liest sich hier erstmal nichts raus. Wir sehen, es gibt Ticket-Sums. Wir wissen aber nicht, ob sie durch die Sums erhältlich sind oder nicht. Ich gehe einfach mal stark davon aus, das sind einfach nur die Pillar-Packs. Das heißt, wir haben noch Pillar-Pack-Banner. Und ja, die sind einfach ganz normal wie die üblichen. Und nur dafür könnt ihr dann quasi die Tickets benutzen, die ihr aus den Pillar-Packs bekommt. Die Pillar-Packs, die gibt es genau hier. Die sind auch vom 9.7. ab live. Dann, wenn die Banner erscheinen werden. Die Uhrzeit wissen wir noch nicht. Erst mit dem Data Download, dazu gibt es dann auch noch genaueres, da wird es ein Video morgen oder übermorgen geben, dann wenn der Data Download hitten sollte. Also ich glaube am Montag oder so wird der Data Download hitten. Okay, dann haben wir Super Discounts und Trainingstones, Stones, also Sales, die schauen wir uns gleich mal an, was für gute Sales wir denn bekommen. Ich gehe mal von sehr starken Sales aus, zum einen natürlich den 50 Stones für 1 Euro Sale, hoffe ich zumindest, aber schauen wir uns gleich an. Dann haben wir Step Up Trainingstones Sets, das heißt Premium Dragon Stones, mit diesen könnt ihr euch, also die könnt ihr euch für echt Geld kaufen und mit denen könnt ihr euch dann zum Beispiel LRs oder LR Packs quasi ergattern. Schauen wir uns auch gleich an, ob die gut sind oder nicht. Beziehungsweise vielleicht gibt es das in einem anderen Video. Ich werde das Ganze aber nur einmal überfliegen, damit ihr so einen Gesamteindruck habt von diesem Anniversary, von den ganzen Informationen. Und dann haben wir natürlich die 30 Days Daily Capsule. Die ist reduziert zum halben Preis. Also in der Zeit vom Anniversary nimmt man auf jeden Fall mit. Dann haben wir, ja, Elder Kai Sums uninteressant. Wir haben Missionen für die Dokkan Awakening Medaillen. Das ist immer sehr nice. Da müssen wir nicht allzu lang farmen. Dann haben wir natürlich das neue Dokkan Event von Broly. Wir haben eine Social Media Campaign. Da sieht man sehr schön, wann die jeweiligen Parts beginnen. Das gibt euch quasi an, wann Part 1, Part 2, Part 3 ist. Part 1 jetzt am 7.7., also heute bis hin zum 18.7. Am 18.7. beginnt Part 2. Und da könnt ihr euch eigentlich so gut wie sicher sein, dass es so ist. Zumindest war es die letzten großen Celebration genau so. Das ist eine SNS-Campaign. Da klickt ihr wieder auf den Lautsprecher, bekommt 3 Stones. Im ersten quasi Part 3 Stones, im zweiten Part 3 Stones, im dritten Part 3 Stones, insgesamt 9. Und dementsprechend haben wir dann auch den letzten Part 3 am 31. Juli. Okay, soweit so gut. Also das läuft schon einem eigentlich ziemlich fein.
Dann haben wir Tons of Thanks Summon Ticket Collecting Missions. Also besser gesagt, ich habe vorerwähnt, dass ihr Special Missionen habt, wo ihr diese Rainbow Tickets bekommt. Um genauer zu sein, die kriegt ihr eigentlich hier raus. Das sind auch Special Missionen. Das sind die Tons of Thanks Tickets. Aber auch hier erwähne ich es einfach nochmal. Ihr werdet erst zu Part 3 vollständig die Rainbow Tickets haben. Also müsst ihr euch gedulden, abwarten, bis ihr dann diesen 77er Summon machen könnt. Ebenfalls haben wir noch dann ein paar Super Missions, einfach damit ihr einen Titel noch bekommt, die ihr dann während dem Anniversary machen könnt. Könnt ihr euch einen coolen Titel ergattern, macht das auf jeden Fall. Ich glaube, das war sogar so, dass ihr einen ganz speziellen Titel bekommen habt, wenn ihr alle Missionen schafft, was ich super cool finde. Super cooles System, bisschen untergegangen wahrscheinlich durchs JP Anniversary, aber gut, damit ihr das quasi wisst. Ja, dann gibt es natürlich noch weitere wunderbare Deals im Barbershop. Ja, werden wir uns auch mal angucken. Wir haben die LR Premium Select Character Dokkan Festival Stones, die habe ich schon erwähnt, und zwar sind das die Purple Stones, diese lilanen Stones, mit denen könnt ihr euch dann quasi Dokkan Festival LRs holen und normale LRs im Barbershop. Ihr seht es nämlich, hier ist Evokai mit dabei, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich, schauen uns das Ganze an. Dann haben wir ebenfalls auch nochmal die Purple Stones, also das sind LR Premium Purple Stones und das sind die normalen Purple Stones. Damit könnt ihr euch dann Dokkan Festival holen. Dann haben wir einmal die Red Dragon Stones. Damit könnt ihr euch dann, also diesen Red Dragon Stone kriegt ihr immer free. Dafür müsst ihr nichts zahlen. Damit könnt ihr euch aber dann ältere Units holen. Da müsst ihr auch sowas wie AGL, Super Saiyan 3 Goku, physisch, Kid Buu und sowas mit dabei sein. Da ist es sehr interessant, dass ich darüber ein Video mache. Ganz wichtig, wird es auch geben. Dann kommen wir einmal zu dem 9-Year Anniversary Tickets haben Banner. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall jetzt die Tickets, die ihr in den letzten Monaten gesammelt habt, fleißig ausgeben. Sei es quasi durch die Missionen, die wir jetzt den Monat Juni hatten, oder jetzt über Countdown-Login. Dort könnt ihr diese ausgeben. Das ist der Ticket-Banner. Den können wir uns einmal kurz anschauen, wie er denn aussieht, was er hier findet. Ganz wichtig, da sind keine neuen Units mit dabei. Das sind einfach einiges an Sidebanner-Charakteren. Und das ganz Coole dabei ist, im Unfeatured-Slot sind hier einige LRs mit dabei. Das Video wird es wahrscheinlich heute Abend geben noch von meinen Ticket-Sums. Aber schreibt gerne mal rein, was ihr denn aus diesen Tickets gezogen habt. Ich wünsche euch da ganz viel Glück und Erfolg. Okay, soweit, so gut. Dann kommen wir zum Ultimate Red Zone Ticket Sum. Viele haben sich gefragt, was macht ihr eigentlich mit diesen Movie Edition 2 Red Zone Tickets? Die haben jetzt auch durch die Movie Red Zone Edition 2 bekommen im letzten Monat. Da war der Banner lang nicht live. Jetzt ist er live mit neuen Stages. Also mit Beerus Stage und Golden Freezer Stage müsste das sein. Und dazu gibt es jetzt quasi auch den Ticket Banner. Da könnt ihr auf jeden Fall dann auch eure Tickets ausgeben. Auch hier sind LRs mit Unfeatured drin. Sehr schön. Dann ein neues Story-Event. Da geht es quasi um Free-to-Play Beerus, den ihr euch erfarmen könnt. Und ein neues Story-Event. Da könnt ihr euch Free-to-Play in Freezer quasi farmen. Macht es. Solltet ihr so oder so machen. Braucht ihr, glaube ich, auch für die 50er Tickets, Tons of Thanks Tickets, wo ihr dann den 77er Sum machen könnt. Okay, was haben wir sonst noch? Wir haben Planet Vampa. Das Special Event, dort könnt ihr Skill Ops für die Movie Bosses Kategorie bekommen. Nimmt man auf jeden Fall an. Ich habe gedacht, das wäre für Super Bosses, aber so wie es aussieht, ist es für Movie Bosses. Also dementsprechend mitnehmen. Ansonsten haben wir noch das neue Challenge Event Conquer the Assassin's Territory. Ist ein ganz simples Event, ist live ab heute um 8.30 Uhr. Ja, die ganzen Events heute sind live ab 8.30 Uhr, aber Ticketsums könnt ihr jetzt schon machen. Da auf jeden Fall viel Glück. Das ist ein super free Event, schaut euch die Mission an, sollte relativ easy funktionieren, müsste glaube ich auch ein Sniping-Event sein, so ein Nuking-Event, aber werden wir machen, ich glaube dazu brauche ich aber kein Guide machen. Dann haben wir natürlich die neuen Red Zone Stages, beziehungsweise Blue Zone Stages, da freue ich mich persönlich sehr drauf, ja, da wünsche ich euch viel Erfolg, sollten noch sehr leicht sein am Anfang, da solltet ihr noch nicht so die Probleme kriegen. Genauso wie die zwei neuen Stages für Ultimate Red Zone Movie Edition 2. Kann vielleicht für den einen oder anderen knifflig sein. Aber mit Super Saiyan 3 Goku AGL, genauso wie quasi Majin Buu in Majin Buu, sollte das wirklich free, also free run sein. Wir haben ein neues Support Memory Easy A. Ja, gut, nimmt man auf jeden Fall auch mit. Wir haben Boss Rush mit dabei. Geht live aber erst am 9.7. um 8.30 Uhr. Also dann, wenn die Banner, an dem Tag, wo die Banner erscheinen. Wir haben Ultimate Clash, kommt erst am 10. Juli, einen Tag nach den Bannern live, einen Special Anniversary Ultimate Clash Battlefield. Und dann haben wir viele Events, die einfach wieder zurückkommen. Genauso wie das Heroes Event, viele Extreme Z Areas, die zurückkommen.
Und wir haben das neue Challenge-Event, nämlich heißt das Memorable Battles. Die hätten auch keinen schlechteren Font nehmen können. Memorable, oh mein Gott, das kann man nicht lesen. Also wirklich, please, Dokkan, macht schönere Fonts in euren, was ist das? Memorable, ja, okay, scheiß drauf. Also für Greta solltet ihr dort die EX-Skill-Ops bekommen, nimmt man auf jeden Fall dankend an. Okay, ansonsten haben wir jetzt nur noch Countdown-Stuff und das war es auch größtenteils bezüglich den ganzen Events, die kommen werden. Easy Ace müssten auch alle up-to-date sein, alle live sein. Das nimmt man an. Und jetzt lasst uns einmal noch kurz den Login anschauen, den First Login. Und dann gehen wir in den Barbershop, Sales und sowas. Aber ja, für mich am meisten interessant Login-Boni. Was bekommen wir heute? Und zwar 30 Dragonstones, 7 Tons of Thanks-Tickets, 5x Gogeta, Free-to-Play-Vegeta, Gogeta und einmal den Red Dragonstone, mit dem ihr euch einige Free-to-Play-Charaktere alte holen könnt, wie zum Beispiel Physisch, Kid Buu und Co. Ansonsten kriegen wir ja jeden Tag von 3 Stones und wir kriegen das 9-Year Anniversary-Ticket für diesen Banner, den ich euch vorher gezeigt habe. Okay, nimmt man auf jeden Fall mit. Den Ticket-Sum haben wir hier mit dabei, nehmen wir auf jeden Fall auch an. Wir können immer 7er Multisums machen. Was Besonderes gibt es dabei aber nicht zu beachten, so wie es aussieht. Könnt ihr euch auch durch die Daily Missions ergattern, gibt es ebenfalls Tickets. Ja, was haben wir? Step Up Dragonstone Sales. Damit könnt ihr dann quasi, also ihr kauft ihr euch ein und mit jedem weiteren Kauf wird die nächsthöhere Stufe, so wie es aussieht, freigeschalten. Zuerst könnt ihr euch nur die Purple Stones holen und dann, wenn ihr das zweite Mal den Purple Stone Deal geholt habt, könnt ihr euch dann auch diesen LR Purple Stone holen. Gibt es hier auch schon direkt die Pakete? Nee, die schauen wir uns gleich an im Barbershop. Dann natürlich die Redstone-Charaktere. Da können wir jetzt aber mal reinschauen, was für Packs es gibt. Okay, Tech-God-Crew, SDR-God, Vegeta und Chaco. Das braucht man ja auch wirklich gar nicht. Okay. Das ist schon, das ist geil. Das ist richtig, richtig gut. Oh mein Gott, dieser Red Dragonstone ist richtig gut, weil damit könnt ihr euch einige wertvolle Charaktere holen, die auch bald ihr Super Easy A noch bekommen. Let's go. Gerade sowas wie, wow. Oh mein Gott, geil, wie Agel Super Vegito und sowas. Gerade für Leute, die jetzt ein bisschen neuer sind, die haben halt keine Chance auf die Charaktere wirklich zuzugreifen. Und das hier ist perfekt. Dazu wird es ein Video geben, was meiner Meinung nach die besten Charaktere sind, die man sich damit holen kann. Ist auch ein bisschen Spekulation mit dabei. Von vielen kennen wir noch nicht ihr Super Easy A. Aber physisch Vegito Blue, wenn man den nicht hat, dem sein Super Easy A wird krank werden. Holy. Okay, so viel dazu. Dann haben wir natürlich auch noch den LR Premium Dragonstone. Dort könnt ihr euch dann einiges an LRs holen. Dafür müsst ihr aber auch wahrscheinlich einiges ausgeben. Können wir uns mal anschauen kurz. Wie viel kostet das denn, wenn wir hier auf den Sale Shop gehen? Und dann gehen wir auf Special. Müsste das sein. Und wir sehen das. Ah, genau. Das erste Pack kostet 41 Euro. Das zweite Pack kostet 47 Euro. Das dritte Pack 48 Euro. Also ihr müsst schon 150 Euro hinblechen, damit ihr quasi 3 Purple Stones bekommt. Und dann bekommt ihr einen von dem LR Premium Dragonstone. Das ist schon echt viel, wenn ich ehrlich bin. Das ist schon eine stolze Summe. Dann könnt ihr euch einen von den Charakteren aussuchen. Mit diesem LR Premium Dragonstone. Dann könnt ihr euch Dokkan Festival aussuchen mit den normalen Purple Dragonstones. Okay. Ja. Reden wir drüber in einem anderen Video. Ich glaube, das lohnt sich ja nicht wirklich, das zu kaufen. Aber gut, was sage ich schon, ne? So viel dazu. Ansonsten gibt es hier erstmal nicht viel zu erwähnen. Ich glaube, ich bin alles durchgegangen. Das heißt, Banner erscheinen am 9. Juli, am Dienstag. Und die Banner werden geil. Ich hoffe, ihr werdet alle ein bisschen zusammen und werdet auch Glück haben. Zumindest mal eine Rotation vielleicht bei beiden. Kann nicht schaden, kann ich euch einfach nur wärmstens ans Herz legen. Zumindest vielleicht die ersten 3 Multis, die lohnen sich immer. Ansonsten will ich dich einmal kurz noch in den Sale Shop gehen und dann sind wir, denke ich mal, durch. Dann haben wir alles abgehakt. Ihr seht es auch hier, den 50 Stone Deal für 5 Euro. Was soll ich dazu sagen? Das ist halt einfach ein guter Deal. Wenn es einen Deal gibt im Jahr, den man mitnehmen kann, dann ist es wohl dieser Deal, aber ansonsten gibt es nicht viel mehr zu sagen. Schade, dass wir hier nicht diese 9 Stones vielleicht daily hätten oder 5 Stones daily würden mir auch schon reichen, aber soweit so gut. Ja, das war's, mehr gibt es nicht, was ich euch erzählen muss. Wir sehen uns zu den Bannern am 9. Juli oder dann heute Abend
wenn ihr das Video seht, zu den Sams. Ciao, ciao, haut da rein.